zwei Teams eine weitere faustdicke Überraschung. Costa Rica und Griechenland. Eines der beiden Teams wird ins WM-Viertelfinale einziehen. Das Duell der beiden Überraschungsteams ist das Außenseiter-Achtelfinale schlechthin. Griechenland torlos in seinen ersten beiden Gruppenspielen gegen Kolumbien und Japan. Dann ein 2:1 in der Nachspielzeit gegen die Elfenbeinküste. Der erstmalige Einzug in die K.O.-Phase bei einer WM. Das ist der Moment der Wahrheit. Jetzt kommt es drauf an. Wir haben uns erstmals für das Achtelfinale qualifiziert, gehören zu den 16 besten Mannschaften auf der Welt. Das ist ein historischer Augenblick für das gesamte Land, vor allem für uns Spieler. Aber wir können weiter Geschichte schreiben. Alle Spieler von uns glauben daran, dass wir noch mehr erreichen können. Costa Rica konnte sich bereits einmal für das Achtelfinale qualifizieren, 1990 bei der WM in Italien. Doch nun kommt der Einzug in die K.O.-Phase als Gruppenerster in der sogenannten Todesgruppe mit Uruguay, Italien und England einer Sensation gleich. Es soll aber noch nicht das Ende gewesen sein. Griechenland hat eine starke Mannschaft. Wir haben die Griechen analysiert. Sie hatten eine schwierige WM-Qualifikation und haben sich hier in Brasilien bisher richtig gut präsentiert. Wir müssen sie genauso respektieren oder sogar mehr als Uruguay, England oder Italien. Griechenland verteidigt enorm stark und ist gut beim Kontern. Ob Los Ticos oder die Hellenen, eine Mannschaft wird seine Überraschungsstory bei diesem Turnier fortschreiben und erstmals in ein Viertelfinale der WM einziehen.